Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Galactic Civilization 2. In der keine Ahnung wie vielten Aufnahmesession. Und nein, ich befinde mich nicht in einem zweiten Stimmenbruch. Ich bin schlicht und ergreifend erkältet. Was übrigens auch der Grund ist, dass ich das jetzt so spät vergleichsweise aufnehme. Heute ist nämlich Donnerstag, normalerweise nehme ich ja immer Montag auf. Aber da ich seit Montag hatte die Scheiße angefangen, erkältet war, also Montag und Dienstag ging es mir richtig scheiße. Da war ich nicht gerade in der Lage zum Aufnehmen. Deswegen ja, mache ich das jetzt heute, wo es mir jetzt wieder etwas besser geht. Also es geht langsam bergauf. Und das passt sowieso ganz gut, weil meine Freundin ist sowieso gerade nicht da. Also habe ich dann gedacht, komm, nimmst mal wieder ein bisschen auf, vor allen Dingen, weil der Vorrat auch so langsam zur Neige geht. Alter, wie viele Bauernhöfe die hier einfach mal haben, ne? Alter Schwede. Ja, also, was gibt's zu berichten? Es gibt einiges zu berichten tatsächlich, denn zwischendurch hat ja mein PC leider einen kleinen Schaden erlitten. Sprich, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mensch, ich wusste das mal. Also das Teil, das für den Strom verantwortlich ist, ist kaputt gegangen. Sage ich jetzt einfach mal so. War ziemlich kurios, ist am Samstag passiert. Ich habe ganz normal random Fallout 4 gespielt, so wie ich das meistens tue in letzter Zeit. Und da hatten wir plötzlich einen Stromausfall gehabt, beziehungsweise uns ist die Sicherung rausgeflogen. Und kurze Zeit später ging dann alles wieder an, weil mein Vater ja die Sicherung wieder reingedreht hat. Alles ging an, nur mein PC nicht. Ja. Und genau das Teil war dann eben mal kaputt. Toll. So ist das nun mal. Aber jetzt ist das Teil wieder in Ordnung. Es wurde ausgetauscht. Lag zum Glück noch innerhalb der Garantie. Und ich habe jetzt Neues drin. Und erstaunlicherweise ist das neue Teil auch leiser als das alte. Ist mir nämlich aufgefallen, wenn ich Fallout 4 spiele. Also da hat sich das teilweise richtig hochgefahren. Was jetzt nämlich nicht mehr der Fall ist. Also jetzt ist das Ding richtig leise vergleichsweise. Ja, was hat sich noch getan? Ich habe tatsächlich es endlich mal geschafft, einen neuen Kanaltrailer hochzuladen. Das hatte ich schon länger geplant, weil mein alter Kanaltrailer, erstens ist er schon fast 2 Jahre alt gewesen. Also schon vergleichsweise alt. Und zum anderen wollte ich einfach mal einen aktuelleren Trailer raushauen. Die Terran-Allianz sind zu mächtig für uns. Sie haben gewonnen. Bitte haben Sie Gnade mit uns. Wir ergeben uns. Sehr gut. So muss eine Session anfangen. Gleich mal direkt einen Gegner besiegt. Geil. So muss das laufen. Sehr gut. Das heißt, jetzt kommt wieder viel Mikrowirtschaft dazu. Aber das stört mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Das habe ich mir gedacht. Das kaufe ich mal. Kriegt hier ja noch Handelszentrum und Landwirtschaft. Defender. So, haben wir das schon mal versorgt? Ach, wieso betreibt ihr schon Terraforming? Das ist doch viel zu früh. Also, ihr kriegt noch eine zweite Fabrik. Die kaufen wir euch. So, dann kriegen sie nämlich gleich einen schönen Boni dazu. Nahrung, Motivation. Jetzt wird die Musik auch gleich wieder ruhiger, beziehungsweise die Musik ist ruhiger geworden, weil der Gegner jetzt kapituliert hat. Aber gut, das soll uns nicht stören. Ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. Wieder zum Beispiel der Andy the Dragon, der übrigens während der Aufnahmezeit gerade am Umziehen ist. Der zieht nämlich von Bayern, war das, glaube ich, zieht er nach NRW hoch. Nach Köln, glaube ich, um genau zu sein. Ich hoffe, das darf ich hier so sagen. Dann kommt noch dazu der Zipit natürlich, der ja meinen Tiberian Sun so schön geguckt hat und der jetzt selber auch gerade Alarmstufe Rot Let's Playt. Dann den Rimnir Torgelson, auch wenn der wahrscheinlich momentan schweigt, aber der schaut ja auch zu. Auch an dich natürlich liebe Grüße. An die Marion, aka Sternenblut, die ja wirklich so gut wie jedes Let's Play von mir guckt, was mich sehr freut auf jeden Fall. Die Sabrina Becker, für die gilt dasselbe. Die guckt ja auch so ziemlich jedes Let's Play von mir. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie bei einem Let's Play von mir nicht zugeschaut hat. Dann grüße ich noch.
Ja, das war es eigentlich zu ziemlich. Also ich grüße alle anderen Zuschauer da draußen natürlich, die sich das auch im Nachhinein mal anschauen sollten. Kann ja durchaus vorkommen. Ich hoffe, ihr genießt dieses Let's Play. Und ihr fühlt euch dadurch gut unterhalten. Und ja. Sorry. Es kann auch ein bisschen öfters vorkommen, dass ich mal so ein bisschen trockenen Huster habe. Also momentan sind die Huster eher trocken. Ich weiß, das wollt ihr nicht genau wissen. Keine Sorge, ich werde es auch nicht weiter ausführen. Gut, also das erste Terraforming betreibt er hier schon offenbar. Aber ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu früh. Die sollen erstmal so in Gange kommen. Raumhafen ist okay. Moral, Moral, Handelszentrum und wenigstens eine Erforschungsmatrix. So. Okay, die sind somit auch erstmal versorgt. Die haben ziemlich... Sorry. Da ging es schon los. So, weiter geht's. Wir verbessern mal die Gebäude hier. Zwei Fabriken, das ist okay. Die beiden werden aufgewertet. Die Botschaft können sie ruhig fertigstellen. Habe ich kein Problem mit. Mal richtig schön Druck auf den Gegner aufbauen. Ach, guck mal an. Das ist der Hauptplaneten. Das sind die Hauptplaneten von Koa. Guck an. Technologischer Mittelpunkt. Das ist sein Hauptplanet. Ja, geile Sache. Das finde ich gut. Da haben wir jetzt mal eben die Kontrolle über alte Hauptplaneten übernommen. Ist nie verkehrt. Handelszentrum aufwerten. Die Forschungslabore werden aufgewertet. Genauso wie das, wie die Moralgeschichte. Mensch, das ist ja super. Geschenkte Planeten sind mir doch immer die liebsten Planeten. Osiris. Oh, geil. Das ist ein geiles Forschungszentrum hier. Richtig geiles Ding. So. Nein. So. Fabrik. 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 Die drei Runden können sie ruhig noch bauen. Danach bauen sie erstmal Fabriken. So. Forschung. Forschung. Die haben ja einen richtig geilen Forschungsausstoß. Moral. Botschaft. Ist ja nie verkehrt, so eine Botschaft. Handelszentrum. Handelszentrum. Landwirtschaft habt ihr schon. Ach komm, baut noch eine vierte Fabrik. Und natürlich Terraforming nicht zu vergessen. Und natürlich Defender zur Verteidigung. Alter Schwede, kommen ja einige Planeten zusammen. Terraforming wird erstmal beendet. Auch ihr kriegt natürlich eine Fabrik. Es tut mir jetzt leid, dass das für einige ziemlich langweilig werden sollte. Das kann ich natürlich dann auch verstehen. Aber das gehört zu einem guten Strategiespiel nun mal dazu, dass es auch mal solche Phasen gibt. Und mich hat das ehrlich gesagt nie wirklich gestört. Muss ich noch dazu sagen. Raumhafen. Oh, hier wäre, glaube ich, Moral nicht verkehrt. So. Hier können wir übrigens kein Terraforming betreiben. Alderaan. Okay. Raumhafen ist okay. Drei Fabriken. Botschaft. Xenolandwirtschaft. Handelszentrum. Moral. Forschung. Botschaft. Habt ihr schon eine? Baut ihr noch ein Handelszentrum. Und zweimal Terraforming. Gut, damit haben wir die auch versorgt. Das ist ja alles hier noch im Besitz des Gegners gewesen. Klasse 18. Okay, dasselbe. Die kriegen aber nicht zwei oder drei Fabriken, sondern tatsächlich vier Fabriken. Ich sollte irgendwann auch mal diese Technologie in Angriff nehmen, die die Fabriken noch weiter verbessert. Forschung kriegt ihr drei. Botschaften auch drei. Handelszentrum, 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 Landwirtschaft, Moral. Das lassen wir nochmal frei. Terraforming, Terraforming. So, reicht. Geld haben wir ja mehr als genug momentan. 193.000 ist wirklich nicht zu verachten. Und die Bevölkerungsanzahl dürfte nochmal einmal mehr explodiert sein. Also die war ja schon vorher bei den Arsen-Imperium, als die kapituliert haben, explodiert. Jetzt explodiert es nochmal. Gut, okay. Forschung, Botschaft.
Landwirtschaft habe ich denen schon einen Auftrag gegeben, genauso wie Moral. Würde ich mal sagen, kriegt ihr nochmal Forschung dazu. Und Terraforming. Vega! Jetzt muss ich an Tiberian Sun denken. So hieß ja, also an das vorige Projekt, so hieß ja der General der Bruderschaft, gegen den wir bei der GDI als erstes gekämpft haben. Gut, okay. Die Karte haben wir übrigens... Sorry. Ja, solche Phasen gibt es leider, wenn man erkältet ist. Gallus weiß ich noch, die habe ich besetzt. Aber die habe ich nicht besetzt. So. Ich war ja übrigens am Montag auch nicht in der Zockerbude dabei. Und das will ja tatsächlich schon was heißen. Also die meisten Zuschauer von euch wissen bestimmt, dass meistens montags bei uns Zockerbude angesagt ist auf Skype. Und das habe ich dann tatsächlich auch abgesagt. Also das ist bei mir selten der Fall, dass ich die Zockerbude absage. Vor allen Dingen aus gesundheitstechnischen Gründen. Aber da ging wirklich gar nichts. Also die Stimme war echt, weiß ich nicht, also die war so scheiße, also das wollte ich meinen Kollegen nicht zumuten, sag ich mal so, mein Kollegen, ja, kann man so sagen, das ist ein schöner, neutraler Begriff. So, Fabriken, hier können wir einen schönen Fabrikkomplex gleich hinbauen, wunderbar. So, dann würde ich sagen, hier Landwirtschaft, Moral, Botschaft, so. Hier setzen wir gleich mal ein Handelszentrum hin. Genauso wie hier. Eine zweite Botschaft. Erfindungsmatrix. Erfindungsmatrix. Und noch eine Erfindungsmatrix. Terraforming. Und Terraforming. Komischerweise haben die meisten Planeten hier noch keinen Raumhafen. Oder sie sind gerade dabei, welche zu bauen. Aber mit 20 Runden, na, ich weiß ja nicht. Fabriken. Landwirtschaft. Moral. Botschaft, Findungsmatrix, Erfindungsmatrix, Handelszentrum, Handelszentrum, Botschaft, Terraforming. Da ist noch eine. So. Gut, das haben wir auch durch. Gallus habe ich, glaube ich, soweit versorgt. Genau, Gallus ist versorgt. Gallus 2 ist versorgt. Und der Gallus ist auch versorgt. Gut, da brauche ich mir also keinen Kopf weiter drum machen. Die Ressource ist jetzt frei, das ist gut. Ich hoffe auch, dass sie frei bleibt. Dann können sich nämlich die nächsten Konstrukteurschiffe, die dort dann irgendwann gebaut werden, direkt das vornehmen. Die sind auch versorgt. Sorry. So. Kurz mal die Kehle auffrischen. Ui! Ihr habt eure Fabrik gleich fertig, das finde ich gut. Kriegt ihr gleich noch einen weiteren Auftrag und die zweite wird gleich gekauft. Klasse 18 habt ihr. Komm, ihr kriegt mal 5 Fabriken hier. Erfindungsmatrix, Matrix. Hier ist noch eine mit einem geilen Boni. 300% dürfte das sein, genau. Gleich volles Rohr rein. Moral, Landwirtschaft, Handelszentren. Bis die Schwarte platzt. Botschaft, Botschaft, Terraforming, Terraforming. Und natürlich nicht zu vergessen, Defender. Die beiden anderen hatte ich, glaube ich, schon Besitz genommen. Genau, die habe ich schon besetzt. Was hat der Gegner denn hier gemacht? Er hat es übertrieben, würde ich mal sagen. Weg. 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 Ich finde, 2 ist ein bisschen viel. Eigentlich. Aber ich werde das ausnahmsweise mal so lassen. Ihr kriegt 2 weitere Fabriken dazu, beziehungsweise 3 weitere Fabriken. Eine durch Kauf und 2 werden gebaut. Botschaft. Wir wollen das ja optimal nutzen und dann fangen sie an, das Ganze mal auszubauen. Fangen mit der Moral an. Gehen dann über die Forschung und der Wirtschaft über zu Nahrung.
So, und natürlich Terraforming. Das können Sie dann gerne zum Schluss machen. So, damit ist das auch versorgt. Jetzt kommen wir mal zu der Heimatwelt. Meine Fresse nochmal. Hier ist es mal gut. Die vergleichsweise gut versorgt ist. Also zumindest mit Fabriken. Nur das stört mich so ein bisschen. Moral. Ihr habt keine Landwirtschaft. Die können wir aber später noch bauen. Handelszentrum. Findungsmatrix. Erfindungsmatrix. Terraforming. Wie gesagt, können wir später noch bauen. Defender geht recht schnell. Was soll der Scheiß? Das ist Blödsinn. So, ihr habt eine Fabrik, ein Forschungslabor, einen Marktplatz. Eine Moral. Terraforming. Verbessern. Verbessern. Terraforming. Und natürlich... ne? Defender. Ihr kennt das Prozedere. So, Fabrik wird eine gebaut. Beziehungsweise eine wird gekauft. Moral. Terraforming, Terraforming, das Forschungslabor könnt ihr ruhig weiterhin bauen. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich in der nächsten Runde eine Erfindungsmatrix sein. Könnte ich mir vorstellen. Was ist mit dir? Du bist versorgt. Gut. Ach, ihr seid durch. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso bauen die nichts? Die bauen nichts, weil die versorgt sind. Deswegen bauen sie nichts. Ihr seid auch versorgt. Das ist gut. Also wir haben den Gegner schon viele Planeten weggenommen in der letzten Aufnahme. Das weiß ich. Auch wenn wir einige Probleme hatten, zugegeben. Aber wir haben ihn trotzdem einige weggenommen. Hier hatten wir noch genau die Planeten. Die lagen mitten auf meinem Territorium, aber irgendwie wussten die sich zu verteidigen gegen unseren Einfluss. So, zwei Fabriken. Moral. Forschung, Terraforming, Terraforming, danach könnt ihr gerne eure Nahrung bauen. Und dabei baut ihr auch noch Defender zur Verteidigung. Ui, ein weiterer 700% Boni, geil, mitnehmen. Oh, sowas von mitnehmen. So, dann kriegt ihr auch nur zwei Fabriken, ich glaube, das reicht aus. Ich glaube, das reicht. Gut, das können sie ruhig weiterhin bauen, Erfindungsmatrix, Erfindungsmatrix. Hier kriegen sie noch eine schöne Botschaft hingeklatscht. Extremstadion, Landwirtschaft und das beides. Und noch ein Defender hinterher. Wunderbar. Das ist ein richtig geiles Produktionszentrum hier. Also sowas liebe ich. Mit 700% Boni. Also das ist schon richtig geil. Auch wenn das selten vorkommt. Ich glaube, wir haben jetzt bisher zwei Planeten, die so hoch sind. Ich glaube wirklich nur zwei Planeten. So, das kaufen wir schon mal. So. Moral. Landwirtschaft. Mehr wird nicht passieren. Und Defender. So, dann haben wir das auch gleich abgedeckt. Ich gehe jetzt mal kurz in diese Kartensicht, damit ich auch ja keinen Planeten übersehe. Kalimdor dürfte einer von meinen sein. Naboo ist definitiv einer von meinen. Was ist hier? Ambion. Ihr baut gar nichts zurzeit. Ihr habt auch keine... ihr habt keine Forschung. Ihr baut sofort was für die Forschung. Das ist die Drath Legion. Oder Drath Region von mir aus auch. Die Moralressource ist frei. Du bist ein neuer Planet. Definitiv. Fabrik. Fabrik. Moral. Botschaft. Oh, hier ist viel Terraforming angesagt. Und natürlich Defender nicht zu vergessen. Ich glaube, der Planet ist auch erstmal dran. Der mit seiner Landwirtschaft. Die haben noch nicht mal einen Raumhafen, Leute. Baut doch erstmal einen Raumhafen. So. Findungsmatrix. Botschaft. Und danach können sie immer noch Dings bauen. Die müssen erstmal lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Gut, die haben soweit alles da. Das Einzige, was mir fehlt, ist die Erfindungsmatrix. Die ist noch nicht dabei. Die bauen wir aber jetzt. Naboo, ihr seid soweit versorgt, ne? Ja, ihr seid noch im Aufwerten. Aber ihr könnt mal ein Konstrukteurschiff bauen, denn es sind so einige Ressourcen anscheinend frei geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr könnt nicht bauen bisher. Nee, ihr könnt nicht bauen, aber ihr könnt ein Konstrukteurschiff bauen.
Ja, und der Part besteht jetzt hauptsächlich nur aus Verwaltung. Das tut mir leid für diejenigen, die sich auf Action gefreut haben. Aber es wird noch Action kommen, keine Sorge. Jetzt ist erstmal wieder Planen angesagt. Plane für den nächsten Krieg, denn es sind jetzt nur noch drei Fraktionen, wie ihr seht, vertreten.